Zwar sind sich noch nicht alle einig darüber, was denn genau der Antrieb der Zukunft sein wird. Hybrid- und auch Elektroautos werden aber immer wichtiger. Wenn auch vorerst meist nur als Studie, sind sie auf nahezu jedem Stand zu sehen. Und als Kunden für die künftigen Elektroautos haben die Autobauer schon lange nicht mehr Ökos im Norweger Pulli und Filzlatschen im Visier. Sportwagen mit einem Elektromotor gehören zumindest bei den Prototypen bereits zum guten Ton. Und diese beeindrucken mit überdurchschnittlichen Fahrleistungen, kapitulieren derzeit aber noch vor größeren Reichweiten. Das Problem Reichweite ist derzeit noch die größte Herausforderung für die Entwickler. Wird die Energie in Batterien gespeichert, werden mit zunehmender Reichweite die Elektroautos immer schwerer. Außerdem leidet unter den großen Batterien das Handling. Die derzeitige Alternative, Wasserstoff als Energiespeicher zu nutzen, stößt nicht bei allen auf Resonanz. Außerdem ist derzeit in Europa kurzfristig keine ausreichende Abdeckung mit Wasserstofftankstellen absehbar. Deshalb ist die Entwicklung leistungsstarker Batterien derzeit die größte Herausforderung. Einige Autohersteller arbeiten deshalb sehr eng mit der Batterieindustrie zusammen.